Okay. Heute machen wir ein schnelles Hühnerfrikassee. Ein richtiges Frikassee ist das nicht. Aber es geht in die Richtung. Ein Hühnerfrikassee normalerweise. Normalerweise wird ein Hühnerfrikassee aus einem Suppenhuhn und dem daraus entstandenen Fond gemacht, also aus der entstandenen Suppe. Ja? Und auch da gibt es unterschiedliche Varianten. Ja? Mal ist Sahne drin, mal ist Milch drin, mal ist beides drin. Mal mit Mehlschwitze gebunden, mal mit Speisestärke. Und wie auch immer ihr das sonst immer gemacht habt, fühlt euch frei. Ich zeige euch heute eine Version, die kein ganzes Suppenhuhn verlangt. Weil nicht jeder macht zu Hause kauft sich ein Suppenhuhn, setzt eine Brühe an, passiert die nachher ab, lässt das Huhn kalt werden, tranchiert dieses Huhn und macht danach, reißt das oder schneidet das dann nachher in mundgerechte Häppchen oder wie auch immer. Ja, das macht nicht jeder. Also von daher, hier haben wir heute, für dieses Rezept brauchen wir eine Hühnerbrust geschnitten, Hühnerbrustfilet. Des Weiteren brauchen wir an Gemüse Sellerie, Lauch, Möhre und ich habe jetzt hier keine TK-Erbsen, sondern ich habe jetzt hier eine Zuckerschote genommen. Ihr könnt auch TK-Erbsen nehmen, ja? Und wenn ihr habt in der Spargelzeit, nehmt noch ein bisschen Spargel mit dazu. Es führt euch da frei, wie auch immer ihr das möchtet, okay? Und dem ein oder anderen aufmerksamen Beobachter ist aufgefallen, ich habe hier keine Brühe stehen. Ich habe keine Brühe hier stehen. Und ich bin auch der Meinung, dass wir sie theoretisch nicht brauchen. Wenn ihr zu Hause zum Abschmecken eurer Soßen noch so ein kleines bisschen gekörnte Brühe habt, dann verwendet die ruhig, ja. Ich sag mal, die Menge macht da tatsächlich das Gift. Wenn ihr da ein bisschen dran gebt, ist das nicht so schlimm. Wir brauchen das jetzt hier tatsächlich, wenn ihr euch an dieses Rezept haltet, braucht ihr das nicht. Es ist auch ohne lecker. Wobei, da fällt mir ein, ich habe mal den ein oder anderen Sternekoch kennengelernt. Mit Namen nennen wir den jetzt mal nicht, aber die haben an ihre Sternegerichte auch mal so eine kleine Brise dran gemacht, ne? Bums haben die das genannt. Die sind auch schon nicht mehr im Dienst, will ich nur mal eben sagen. Die sind nicht mehr im Dienst, keiner, ne? Bums haben die das genannt. Okay, was brauchen wir? Wir setzen jetzt als allererstes mal eine Flüssigkeit an, in der wir das Gemüse garen, weil das Gemüse braucht länger als das Fleisch. So, dafür brauche ich hier einen Topf. Da mache ich jetzt einmal Flamme an. In den Topf geht Butter. Milch brauchen wir logischerweise auch gleich. Und wir setzen eine Bechamel an. Okay? Und in dieser Bechamel garen wir das Gemüse. Dann ziehen wir den Topf auf die andere Flamme und lassen das langsam vor sich hin köcheln, bis das Gemüse gar ist. Dann braten wir das Hähnchen an und geben das anschließend mit dazu. Und dann sind wir auch schon fertig. Butter ist geschmolzen, Mehl geht hinein. Die altbewährte Mehlschwitze. Nicht nervös werden. Sie tut euch nichts. So, dann geht die Milch hinein unter ständigem Rühren. So, wir verwenden ungefähr 0,7 Liter Milch. Flamme da oben an. Da geht jetzt hinein das Gemüse. Warum ich keine Sahne verwende? Weil ich Sahne tatsächlich für zu schwer halte. Wenn ich da jetzt die Sahne mit dazu gegeben hätte, ich weiß nicht, also ich möchte das nicht so gerne. Schnittlauch. Wir lassen das jetzt einmal aufkochen, also nachdem das Gemüse drin ist. Das sieht auch jetzt schon wirklich bunt aus. Ne? Also wenn man da so hinein sieht, ist das jetzt schon, es hat eine richtige Bindung. Es sieht schön bunt aus. Es kommt ein wenig Salz dazu. Ihr könnt auch gleich ein kleines bisschen Muskatnuss dazu. Ein Kapern habe ich auch mal gelesen, dass da jemand Kapern reinschmeißt. Weiß ich nicht. Kapern bräuchte ich da jetzt nicht drin. Du? Ich auch nicht. Okay, hat jetzt einmal gekocht. Jetzt bin ich mit der Flamme zurückgegangen und lasse es jetzt bei kleiner Hitze
lasse ich das Gemüse jetzt ziehen. Das dauert ungefähr so 10 Minuten, Viertelstunde. Ja, nicht länger. Und so das Hähnchen braucht 5 bis 6 Minuten. Plant das also mit ein. Das heißt also, nach 8 Minuten, nach 5 Minuten, wie auch immer ihr das gerne hättet, fangt ihr an, das Hähnchen anzubraten und dann gebt ihr das dazu. So, jetzt braten wir das Hähnchen an. Öl geht in der Pfanne. So, hier das, ja, die, sag ich mal, die Soße ist schön zähflüssig geworden, also dick, ne? Nicht zu dick. Wenn ihr Hühnerbrühe habt, ne, dann nehmt sie damit rein. Das Ganze macht das natürlich leichter. Das muss man natürlich auch wissen. Ne? Das ist jetzt hier im Prinzip eine Bechamel mit Gemüse und dann kommt Hähnchen dazu. Und bei einem Hühnerfrikassee ist es so, da besteht ein Großteil der Soße natürlich aus Brühe. Klar ist da auch eine Mehlschwitze mit drin und die Mehlschwitze macht das auch schwer. Aber wenn ihr Brühe habt, nehmt sie. Salz. Und jetzt muss man überlegen, Farbe oder keine Farbe, Stefan? Ich finde Hähnchen mit Farbe eigentlich immer schöner. Also wenn es grundsätzlich auch, aber bei den Gerichten. Okay. Dann so wenig Farbe, wie es gerade eben geht. Zurück mit der Hitze. Und dann langsam gar ziehen. Ja, wenn es also noch nicht ganz gar ist, dann ist das auch nicht schlimm. Ihr könnt es in der Soße noch ein kleines bisschen nachziehen lassen. Ne? Dann gibt es auch noch mal ein bisschen mehr Geschmack. Also so ist die Farbe, die es jetzt. So, wir haben das jetzt angebraten, wirklich nur angebraten. Das ist noch roh, ne? Von innen. Und das geben wir jetzt da hinein. Und dann lassen wir das hier nochmal gut 10 Minuten, 15 Minuten ziehen. Das ist fertig, das Art-Hühnerfrikassee, Blitz-Hühnerfrikassee nennen wir das mal. Ich habe das gerade probiert, das Hähnchen. Und der Stefan sagte, ich kann mich immer wieder selbst überraschen. Und das stimmt, ich habe mich wirklich selbst überrascht. Ich fand es wirklich lecker. So, schau mal. Ich wäre jetzt nicht unzufrieden, wenn ich das serviert bekommen würde. Und das Hähnchen ist auch gar. So, können wir einmal zeigen. Ja. Es ist auf jeden Fall gar. Nehmen wir ein bisschen Gemüse mit. Hm. Das Gemüse ist schön so weich, dass es sehr angenehm ist. Das Hähnchen ist gar. Die Soße hat durch das Gemüse und durch das Hähnchen richtig schön Geschmack bekommen. Lecker. Also, blitzschnelles Hühnerfrikassee. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.